Guten Tag und willkommen an einem ganz besonderen Ort für die Formel-1-Gemeinschaft, dem Hockenheimring, Heimat des Großen Preises von Deutschland. Hockenheim ist und war schon immer für knappe Rennen gut. Denken Sie nur an Alonso, Ricciardo und Vettel im Jahr 2014. Auch heute erwarte ich einen sehr, sehr spannenden Grand Prix. Das Heimspiel für die vier deutschen Piloten der Saison 2016 findet natürlich am Hockenheimring statt. Die Strecke ist 4,5 Kilometer lang und besteht im Prinzip aus zwei verschiedenen Strecken. Denn wir haben einmal den Stadionbereich, wo es auf die perfekte Abstimmung ankommt, und den Rest der Strecke, wo Tempo gefragt ist. Die beste Überholmöglichkeit ist natürlich die Hahnnadelkurve. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Reden wir über Richter. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Im Motorsport gibt es natürlich keine Garantien. Aber ich denke, dass Ihre letzte Performance Ihrem Selbstvertrauen ganz gut getan haben dürfte. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und Pierre Gasly steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Bottas, Hamilton, Max Verstappen und Weber, Leclerc, Sainz Jr., Ricciardo und Sergio Perez. Hülkenberg, Raikkonen, Kevin Magnussen und Giovinazzi, Butler, Albon, George Russell und Lando Norris, Stroll und Richter. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. Ja, Strategie bearbeiten. Nee, mir blöd. Scheiße, ich hab da was vertan. Naja, müssen wir es also irgendwie richten. Okay. Dann gehen wir rein ins Rennen. Kaff auf. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on a full start. We don't want to bog down. So, schauen wir mal, ob wir das Ding irgendwie da trotzdem rocken können. Rain is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. 10 Minuten Regen, ach du Scheiße. Sollte das nicht anders als angesagt werden? Naja, ich muss das halt dann trotzdem richten.
So, auf geht's. So, die ersten drei Autos haben wir schon kassiert. Gar nichts gemacht. So. Scheiße. So. Ich komme nicht vorbei, ne? Mein Gott, Alter! Zweifel wird dann einfach noch weggeschossen. So, versuchen wir es halt auf der anderen Seite. Wenn er nicht möchte. Sind wir schon bald Richtung Punkte unterwegs? Check your MFD for a new strategy option.
Ja, nicht gegen die alle drei. Ich hasse das, ey. Ach, Mann. Einfach an jedem nichts Mögliches weghauen. Beide wieder vorbei, ey. Komm nicht weg da. Ja, das ist es halt. Ich komme nicht weiter nach vorne. Weil du dann im Zweifel noch weggedrückt wirst oder so auf die Gras ist und dann plötzlich wieder verlierst. Naja. Oh, das ist ein Auto. So. So, den haben wir auch schon kassiert. Umso schneller ich mir Autos kassiere, umso größer ist die Chance auf Punkte.
Sonst könnte es halt Strafen irgendwie kassieren. Oh, ich hab's alle gehabt, ey. So, zwei Autos haben wir noch, dann hätten wir es gehalten, was sind die Punkte? Ein Auto noch, weil der eine andere Box war. Aber der möchte ein bisschen weg. Ja, ich komme nicht ran. Neunter momentan. Es fehlt nur noch ein Auto, dann werden wir zumindest wieder auf 8. Gewinnen wir mal das Rennen nicht, das ist klar. Ah, der Teamkollege ist ein bisschen zu weit weg. Oh. So, Platz 8. Und jetzt müssen wir 4,5 Sekunden aufholen. Also, ja, ein bisschen kommen wir ran. Es können noch ein paar Plätze nach vorne nehmen. Vielleicht sogar ein Podium, mal gucken. Thank you.
Wie lange es bei dem Wetter so bleibt, ist das gut. Dann nehmen wir zwei Autos wieder an, wenn wir 6 da. Aber es verzerrt sich jetzt ein bisschen vor uns. Das ist nicht gut. So, er ist heute wohl 7. Momentan hätten wir 7 Punkte. Aber da soll noch mehr kommen. So, den hole ich mir noch. 6. Wie gesagt, Podium ist noch drin. Der nächste wird ein Ferrari sein. Davor ist noch Mercedes. Sprit habe ich am Schirm. Jetzt habe ich schon unter eine Sekunde wieder vor, Alter. Ich hole mir so alle 4. Doppelsieg mit drin. Nächstes ist ein Doppelsieg. Wenigstens Platz 2. Das wäre natürlich ein ideales Ergebnis. So, jetzt kassieren wir uns den Ferrari hier vorne. Der jetzt ein bisschen uns rüberdrücken will. Ja, das war mir klar. Da wollte ich zu viel. So, Hamilton, Bottas, Gasly, das sind die drei nächsten 3, die jetzt kommen. Und davor wäre der Vettel, aber den kriege ich nicht mehr. Happy. Da, ein Auto noch, dann hätten wir Podium. Ähnlich wie sein Teamkollegen knacke ich mir noch den. Und dann haben wir noch 2 Runden. Na, es wird nicht werden. Es wird nicht reichen. So, und jetzt packe ich mir den Mercedes hier vorne noch und dann bin ich 2. Und dann heißt es Jagd auf den Teamkollegen. Fragezeichen, kriege ich den noch?
Fahrer vor mir. Ja, 2,2 Runden, das sind. Ja, ich habe ich nicht mehr. 7,9 Sekunden, leider Vorsprung. Den packe ich nicht mehr. Schade. Könnte jetzt auch seine Problemchen bekommen, das wäre cool, dann würde ich das sogar noch gewinnen, aber. Ja, 7,7 Sekunden, also reden wir da nicht mehr. Sind wir schon in der vorletzten Runde, 7,5, ja, nee, vergiss es. Dass wir da gewinnen. So. This is your final lap of the race. Letzter Quersche und das kostet halt Zeit, denn das war es dann definitiv. Glückwunsch, das hat er gewonnen. Und wir werden Zweiter. Yes, 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 we're on the podium. Good job this weekend. Great drive, thank you. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Renault heute den Sieg eingebracht. Naja, gewonnen. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen können? Es ist eine etwas langweilige Antwort, aber die Wahrheit ist, dass sie einfach das bessere Tempo an diesem Tag hatten und einen Fahrer, der weiß, wie man das ausnutzt. Es spielt keine Rolle, wie lange du über Statistiken brütest und Strategien planst, wenn du das Tempo nicht halten kannst. Unsere Gewinner heute haben gezeigt, dass sie beides konnten. Hier kommen die heutigen Sieger und das war wirklich ein tolles Rennen. Erfolg in der Formel 1 ist für dieses Team zwar nichts Neues mehr, aber sie kriegen nie genug davon. Gratulation an das gesamte Team von Renault für diesen großartigen Sieg.
sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Richter. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Die Führung von Renault an der Tabellenspitze wird immer größer. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ja, 3-4 Runden oder so, oder 5 Runden noch, dann wär's. Wenn's was geklappt, aber so klappt's nicht. Schade, egal. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Es schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Hm. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Ein weiterer Platz auf dem Podium. Langsam muss es Ihnen da oben ja vertraut vorkommen, oder? So. Wie hat Ihr Team auf die schlechten Wetterbedingungen reagiert? Klasse, das war dann alles. Egal. So, dann haben wir das auch durch. Und nächste Rennen dürfte dann Ungarn sein. Gute Arbeit, genau darauf habe ich gehofft. Mach nur weiter so. Jo. Wie gesagt, nächste Rennen dürfte Ungarn sein. Ja, dann sehen wir uns dann nächste Woche wieder.